Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Ja, ich habe das auf Level 10 gemacht und es geht weiter mit Avalancourt, ja. Was ist das? Okay, tot ist es jetzt. Bin ich tot, wenn ich da reingehe? Anscheinend wohl nicht. Was sind das? Achso, die kenne ich doch von irgendwoher. Aber die gab's nicht einmal. Warte, was passiert, wenn ich nach links gehe? Kann ich auch nach oben gehen? Nein. Okay, ich gehe mal nach links. Totenschädel, okay. Gibt's hier irgendwas? Okay, ich... Oh nein, ist es nicht wie... Ach du Scheiße, das ist wie eine... Ach du Scheiße. Nein, das ist wie die Wüste da. Verdammt, okay, das ist ein Labyrinth. Und ich habe keine Karte. Toll. Wie soll ich diese verfickte... Okay, habe ich das vielleicht jetzt geschafft? Wo bin ich? Was ist das? Mann, warum habe ich kein Buch mehr? Verdammt! Ich habe gelesen, ich krieg das Buch. Wir werden noch für eine Weile auftauchen, okay? Ja. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich das. Einmal gab es doch mal eine Ankündigung, wo die sagten, in der Sammelwüste sind jetzt Juwelen aufgetaucht. Sie meinten das hier. So, jetzt verstehe ich das. Ach, fick dich. Ja, das Buch kommt erst in Kapitel 7, also wir werden eine sehr lange Zeit nicht das Buch benutzen können. Verdammt, ich weiß. Da muss ich sehr viel nachholen dann. Verdammt, verdammt. Egal, da habe ich das Buch oder eine Karte und... Boah, ich weiß nicht, wo ich hingehe. Okay, ich gehe aber nach unten. Okay, ich gehe einfach auch wieder nach unten. Fick dich. Mein Hals. Ja, okay, ich gehe einfach weiter nach unten. Vielleicht komme ich ja irgendwann irgendwie raus. Ja. Okay, ich gehe jetzt mal nach links. Sag jetzt, ich bin wieder da. Okay, eine Blume. Ja. Hallo? Hallöchen, wie komme ich hier raus? Und was ist das denn? Ach du Scheiße. Okay, geh mal. Warte, wo bin ich jetzt gelandet? Ach, ich. Was? Ja. Östlich jetzt zur Zentralwüste. Ich hab's irgendwie geschafft durchzukommen, okay? Aber wieso kämpfe ich gegen die eigentlich? Fick dich. Okay, Zentralwüste. Ja. Wieder voll. Und was hast du zu sagen? Ist in diese Runde gegangen. Untersteh dich, sie zu belästigen. Okay, die ist jetzt da. Gib mir das Buch, verdammt. Was ein Krach. Du bist also doch gekommen. Ist es das hier, was du suchst? Ja. Ich dachte, mit dem Buch in meinem Besitz könnte ich den großen Speer führen. Es lässt sich nicht von jedem benutzen, sondern will seinen Besitzer selbst. Tja, schade. Aber ich, Uriet A.O., werde meine geplante Weltherrschaft nicht verwerfen. Würdest du nicht mit mir anschließen, was du auch tust? Diese Welt nähert sich ihrem Ende. Bevor es dazu kommt, kannst du mir helfen, meinen Traum zu verwirklichen. Nee, kein Bock. Fragen kostet nichts. Was passiert jetzt? Du kannst aber böse gucken, aber ich werde nicht aufgeben. Es gibt nichts, als das ich wollte und nichts auch bekommen hätte. Macht ein verlängertes Leben, Magie, Flüche, ich habe sie alle gemeistert. Aber ich werde keine Ruhe geben, bevor die Welt in meinen Händen ist. Oh, jetzt muss ich gegen die kämpfen. Verdammt! Ja, okay, dann... Ach du Scheiße. Ach, so eine ist sie, okay. Fick dich doch!
Zum Glück habe ich das davor gelevelt. Aber wenn ich zu dem nicht kämpfe, glaube ich, habe ich keine Chance gegen die. Ach, fick dich. Oh. Boah, wie soll ich die ganze... Warte, ich kann hier nichts einsetzen. Warte, wie soll ich gegen die gewinnen? Ich kann mich nicht mehr heilen. Ich kann eigentlich nichts machen. Und mein Leben ist jetzt so... Ach, fick dich. Ah. So war das, okay. Ich kann ja mal verfer... Ach, fick dich da. So. Fick dich. Scheiß Hexe. So. So vom... Ach, fick dich. So. Aber was... Ach, fick... Oh, fick dich, du Scheiß... Motherfucker Hexe, ich hasse dich. Ich hab gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Ja. Yeah! Ach du Scheiße. Okay, ich krieg trotzdem noch Gold, oder? Gold? Ja, ich hab Gold bekommen. Chupa, chupa, chupa. Sehr, sehr, sehr gut. Und du fliegst immer noch rum. Gute Güte, ich habe scheinbar verloren. Mach schon. Okay, was jetzt? Du hättest deinen Rücken schützen sollen. Bin ich jetzt tot? Okay, der ist ja... Dumme Hexe, verpiss dich. Hat sie selbst die Arschkarte gemacht. So eine Schande. Ich hatte alles, was ich wollte, aber war aber dennoch nicht glücklich. Selbst wenn ich die Welt in Händen gehalten hätte, wäre ich immer noch unglücklich gewesen. Das wusste ich. Einst schloss ich eine Wette ab. Mit einem Kerl namens Wermann. Wer kann zuerst die Welt erobern? Ich dachte, ich würde gewinnen, wenn ich den großen Speer hätte. Was bedeutet es, einen wahren Wert zu haben? Rest in peace, Olli. Deine Gier hat dich am Ende umgebracht. So kann's passieren. Und ich hab mein Buch verdammt nochmal zurück. Eine Frage zu deiner neuen Welt. Der Rhythmus alles führt. Mache ich später. Inhalt. Waffen. Habe ich bitte die Schwerter? Ja, ich habe noch die Schwerter. Ja. Oh. Neue Welt, was willst du jetzt? Die Frage ist beendet. Okay, jetzt kann ich da weg, oder? Okay, kriege ich noch eine goldene Platte? Du hast das Buch der Bewusstsein und neue Macht erhalten. Jetzt kannst du Kartensprung. Öffne eine Kartenseite und berühre sie. Du benötigst MB, um dorthin zu springen. Es sind noch zu viele Seiten, deshalb kannst du noch nicht springen. Stell die Seiten des Buchs wieder her, indem du die Geister befreist. Okay. Roxa sah sich von der Seite lange an und hegte starke Gefühle für sie. Du kannst sie mit Hilfe der Macht des Buchs der Prophezeiung wieder ins Leben zurückholen. Warte, ist sie tot? Gedanken formten sich zu Wünschen, Wünsche formten sich zu Gebeten. Aber das Buch der Prophezeiung hört sie nicht. Kapitel 7. Blitzgeist? Okay. So schnell zu Kapitel 7 gelandet, okay. Wenn der Blitz im Turm einschlägt, wird der Engel einmal mehr erscheinen. Okay, ich komme jetzt raus. Oh, du hast das Buch also wieder. Die Prophezeiung hat Recht behalten. Olli hat das nicht verstanden, arme Schwester. Danke, dass du sie aufgehalten hast, bevor ich es tun konnte. Bist gar nicht traurig, dass deine eigene Tochter tot ist? Was ist los? Alpha! Wie geht's, Alpha? Ja? Hör zu, Roxas. Dein Buch hat seine Macht verloren. Du erlangst diese Macht nur dann, wenn du die Geister zurückholst. Stimmt. Die Geister werden von den vier Drachen bewacht. Einer liegt in einem großen Turm beim Schloss.
Welche im Schloss? Weißt du, was dieser Turm ist? Nein. Er ist genau wie die Ruinen, ein Überbleibsel aus der alten Zeit. Vor langer Zeit töteten die Menschen den Dämonenfürst mit dem großen Speer. Im Turm, der bis tief in die Erde hinabreicht, liegt der große Speer. Der Körper der Unheilvollen ist immer noch auf der Spitze aufgespritzt. Dort ist er gefangen. Ja. Aber sein Geist hat sich vom Körper getrennt und streift durchs Land, um Rache an die Menschheit zu nehmen. Deshalb hat Wehrmann einen neuen Körper für ihn gefunden. Prinz Faldo. Er hat die Sünde in die Welt gebracht und ihren Untergang vorangetrieben. Er hat vor, die neue Welt an sich zu reißen, sobald das Buch erscheint. Die lange Geschichte dieser Welt ist von Kriegen gezeichnet. Aber diese Geschichte ist bald zu Ende. Roxas, du musst diese Geschichte beenden. Das Ende der Welt rückt näher. Geh jetzt. Okay. Aber erst gehe ich wieder da rein, um das zu analysieren. Dass ich mehr Leben bekomme. Dankeschön. Inhalt, Waffen, Schwert. Okay, jetzt muss ich die ganze Wüste nochmal aus. Warte, okay, wenn ich das habe, muss ich auch Schild machen. Ach scheiße, da muss ich alles ausrüsten wieder, okay? Rechts. Zubehör. Ach, Zubehör habe ich gesagt. Kopf. Nicht diesen scheiß Helm. Diesen Helm. Zubehör. Hüfte. Das hier. Und ich glaube, das war alles. Ja. Yep. Okay, das war's jetzt. So. So. Okay, jetzt gehe ich da rein. So, so. Dumme Fettköpfe, jetzt kriegt ihr euren Fett ab hier, Mistgestalten. Ah, scheiße, nicht dieser. Okay, den hab ich. Und was ist das? Ach so, der da. Ach so. Fick dich. Okay. Okay. Gibt's da irgendwas? Nein, anscheinend wohl nicht. Okay. Ich muss den ganzen Weg wieder zurückgehen, um alles zu untersuchen. Aber das werde ich euch alles zeigen noch, was ich hier alles finde. Nein, das wollte ich nicht. Aber wieso bist du so? Achso, das ist normal, okay. Ihr tot. Das ist gut. Das ist einfach gut, dass du gestorben bist. Warum bist du so eigentlich? Hast du vielleicht Eisen? Nein, Silber hast du, okay. Schnabelklinge. Jetzt bist du das hier und jetzt bist du eine normale Schnabelklinge. So, so, so. Tot. Ah, das dauert lange, um alles so wiederzufinden. Was ist das eigentlich? Ängstlicher Geisterauge. Hast du das, die Blume? Okay, die habe ich jetzt auch. Okay. Oh, die Nerven voll mit ihren. Bin wichtig. Aber mit Karten kann man besser arbeiten hier. Okay. Fick dich, du Geist. Ah, das ist auch der letzte Part für heute. Wo zum Teufel bin ich jetzt gelandet? Kann ich das auch untersuchen oder so? Es kommt irgendwie so merkwürdig vor, dass so viele Löcher hier auf einmal sind. Okay. Gibt's irgendwas, was ich... Okay, ein Fettkopf. Aber die Wüste will ich eigentlich später untersuchen, weil ich wäre erst zu dieser Jägerebene oder wie die dann auch hieß. Wie komme ich jetzt wieder dahin? Ich glaube, ich muss jetzt da oben dahin. Ach, warum bin ich jetzt bei 8? Fick dich. Ah. Okay, ich bin gleich wieder draußen. Und da werde ich auch einen Cut machen. Und dann im nächsten Part werden wir die Jägerebene untersuchen und analysieren und manipulieren und alles mal alles Wirkliche. Ah, Jägerfahrt, okay.
Tschüss.